Maul und sie drehen sich einmal, zweimal und sie drehen sich ein drittes Mal und plötzlich ruft die Gans, Kiak, Kiak! Und der Fuchs, Hopsasa! In diesem Augenblick reißt die Gans ihre Flügelspitze aus des Fuchses Maul und ist mit einem Flügelschlag verschwunden. Und naja, eine Frau hat sie der natürlich auch nicht, weil mal ganz ehrlich. Ja, und er sprach ihn auch gleich an. Na, wo willst du denn hin? Ist wachsig direkt am Bach. Aber ich bin ganz trocken und hab immer so einen Durst. Frag sie doch, warum ich immer so einen Durst habe und was ich tun kann, um auch so schön groß und gerade gewachsen zu werden wie die anderen Bäume, die hier stehen. Und die lächelte ihn ganz freundlich an. Oh, da bekam unser Mann Angst. Das war er nicht gewöhnt, dass Frauen ihn freundlich anlächeln. Und am liebsten wäre er gleich weggerannt, aber er hatte ja ein Ziel. Und soll ich sie denn fragen? Weißt du? Wie du ja sehen kannst, habe ich ein schönes Häuschen und einen wunderbaren Garten und ich habe wirklich alles, was ich zum Leben brauche, aber ich bin oft so einsam und traurig. Er hätte springen können vor Freude und er wollte auch gleich loslaufen und sein Glück suchen, das er nun auf seinem Weg liegt. Aber da fielen ihm die drei anderen ein. Also fragte er noch nach dem Wolf und dem Baum und der Frau und auch da bekam er Antwort. Saßen am Friedrichsplatz bei einer gepflegten Runde Karlsquell und Schnarch schnurrte mit punkiger Höflichkeit vorübergehende Spießer an. Ey, hast du mal einen Heiermann oder eine Mark? Eine Mark geht auch, ach komm, ein paar Groschen. Eigentlich wollte ich mir ja eine Aale Wurst kaufen, aber dann reicht es wenigstens noch für ein Brötchen. Komm, Alter, jetzt gib mir doch mal ein paar Pfennig. Ich hab die voll gute Idee. Wir könnten uns doch alle mal einen echten Kasseler Waschbären auf den Bauch tätowieren und dann hätten wir einen Waschbärbauch. Fanden alle gut. Ecke Höhekirchweg kamen Zweifel. Was war jetzt eigentlich nochmal der Plan? Ich weiß nicht mehr, wer die Frage stellt, aber sie war durchaus berechtigt. Ja, wir wollen Waschbären fahren. Ja, schon klar, aber wie? Ja, ist doch ganz klar. Wir nehmen von hier einen Einkaufswagen mit, den legen wir verkehrt rum unter den Baum. Dann klemmen wir einen Ast runter, dass ein Spalt aufbleibt. Und dann binden wir noch ein Seil an den Ast, verstecken uns im Gebüsch. Wenn der Waschbär kommt, unter den Einkaufswagen kriecht, ziehen wir am Seil, fällt der Ast um, der Einkaufswagen runter und der Waschbär ist gefangen. Hatte keinen über sich, der ihm sagte, wann er was tun sollte und obendrein hatte seine Arbeit auch noch einen Sinn. Denn er war ein Holzsammler, ging jeden Tag in den Wald und sammelte Holz, konnte dabei im Herbst den Blättern beim Fallen zusehen, im Winter den Schneeflocken beim Schweben, im Frühling den Bienen beim Honig machen und im Sommer den Erdbeeren beim Rot. Aufgerichtet hatte, wandte er sich dem Holzsammler zu. Das war eine gute Tat, dafür sollst du einen Wunsch frei haben. Ich, der Elfenkönig, will dir einen Wunsch erfüllen. Und dann ließ er die 12 weißen Mäuse sich ordnen und fuhr mit der goldenen Kutsche durch den Wald davon. Die 2 Kröten trotteten hinten dran. Der Holzsammler freute sich. Ein Wunsch ist viel. Setzte sich auf einen Baumstamm und dachte nach. Naja, und was glaubt ihr, fiel ihm als erstes ein? Geld.
Geld. Und als er an der Wiese der Gänsehirtin vorbeikam, da wunderte sich diese, weil er sonst ja immer ganz fröhlich und schnellen Schrittes nach Hause ging, weil er sich auf seine Frau und seinen Vater freute. Nachbar, was fehlt dir? Ja, und da erzählte er ihr, dass ihm nicht etwa etwas fehle, sondern dass er etwas zu viel habe, das aber zu wenig sei, weil ihm so viel ist, flüsterte sie ihm etwas ins Ohr. Und jetzt lächelte der Holzsammler, nein, er strahlte. Und dann lief er, nein, er flog nach Haus und vor der Tür seiner ärmlichen Hütte blieb er stehen. O Elfenkönig, König der Elfen, ich wünsche mir, dass, wenn ich in meine Hütte trete, dort mein Vater steht, der auf sein Enkelkind blickt, das in einer goldenen Wiege liegt. Danke, danke. Also, wenn ihr mal nicht weiter wisst, ruft mich an, fragt mich, die Märchenerzählerin eures Vertrauens weiß Bescheid. Fein. Wenn ja, sagt es weiter. Ja, also wenn ihr bei Facebook oder so weiter, YouTube oder so seid, es gibt Filme von mir. Doris wird wahrscheinlich auch wieder meinen Film machen, so wie das aussieht. Und liked und teilt, dann freue ich mich, das hilft mir auch weiter. Und gerade jetzt in den wilden Zeiten, die wir gerade haben.